US-Präsident Donald Trump, hier am Montag bei einem Empfang für Sportler in Washington, hat die geplante feindliche Übernahme des US-amerikanischen Handy-Chip-Herstellers Qualcomm für 117 Milliarden Dollar blockiert. Er begründete das Verbot des teuersten Zukaufs aller Zeiten in der Technologiebranche mit Sorgen um die nationale Sicherheit. Käufer wäre der in Singapur ansässige Rivale Broadcom gewesen. Nach Angaben eines Mitarbeiters des Weißen Hauses befürchtet die Regierung, dass die USA insbesondere gegenüber China bei der Entwicklung von zukunftsweisender Mobilfunktechnologie ins Hintertreffen geraten könnten, sollte Qualcomm an ein ausländisches Unternehmen gehen. Insider hatten gemutmaßt, Broadcom könnte nach der Übernahme Teile von Qualcomm an den chinesischen Wettbewerber Huawei verkaufen.